Hallo, hier ist wieder Ihre Linda. Zum zweiten Mal stehe ich Pate für den Wettbewerb Eisenbahner mit Herz, den die Allianz pro Schiene 2011 feierlich ins Leben gerufen hat. Wir als Allianz pro Schiene gehen jetzt ins zweite Jahr mit dem Wettbewerb Eisenbahner mit Herz und die Liste derjenigen, die von den Kunden nominiert worden sind, die wird jetzt von Jahr zu Jahr länger. Wir haben 50% mehr Einsendungen bekommen und die Galerie der Eisenbahner mit Herz, die vorgeschlagenen, die ist richtig ansehnlich mittlerweile. Ansehnlich heißt, aus mehr als 150 Einsender-Stories wurden über 60 Nominierte namentlich ermittelt. Und das sind die Gewinner. Platz 3 belegt Alexandra Schärdler, Zugbegleiterin bei der Bayerischen Oberlandbahn Bob. Auf der Fahrt von Tegernsee nach München leidet eine Kundin plötzlich unter Bauchweh und Übelkeit. Als sie bei einem Zwischenhalt an der Tür steht, um Luft zu schnappen, wird Bob-Zugbegleiterin Alexandra Schärdler auf sie aufmerksam. Ich bin auf einem ganz anderen Zugteil gewesen, in Holzkirchen, gehe am Bahnhof raus, weil wir haben ja die Abfertigungspflicht, und schauen Sie, eine Dame also japsend in der Tür stehen, die nach Luft ringt und nicht mehr weiß, sondern grün war. Dann habe ich gesagt, okay gut, hol mal einen Arzt. Das wollte sie dann nicht. Alexandra Schärdler bringt die Frau in die erste Klasse, sorgt dafür, dass sie sich hinlegen kann, zieht ihr die Schuhe aus, organisiert Wasser, bringt einen grölenden Junggesellenabschied im Nachbarabteil zum Schweigen. Die Kundin wird die warmherzige Fürsorge der Schaffnerin wohl nie vergessen. Doch Alexandra Schärdler ist überrascht, als sie von der Nominierung erfährt. Sprachlos, wie mir der Herr Fuchsenthaler die SMS geschrieben hat, das gibt's gar nicht. Weil es für mich Dinge sind, die normal sind. Diese Haltung ist typisch für unsere Eisenbahner mit Herz. Auch für unseren zweiten Gewinner, den Lokführer Oliver Fitze, ist Helfen eine Selbstverständlichkeit. Im Nürnberger Hauptbahnhof trifft er auf Alexandra Gutsche-Trimmels. Der Frau war beim Winken auf dem Bahnsteig der Ehering vom Finger gerutscht und unter dem Zug im Gleisbett gelandet. Sie klopft beim Lokführer. Habe ich die Warnweste geholt, die Lampe geholt zum Suchen und dann sind wir zum Wagen gegangen. Sie hat mir das gezeigt. Dann ist er runter, unter den Zug geklettert und dann hat er sich hingesetzt auf die Schiene und hat einen Stein nach dem anderen aufgehoben und so lange gesucht, Viertelstunde, 20 Minuten mindestens. Und plötzlich, hier, ist er das? Sprachlos. Also es ist der netteste Lokführer der Welt. Dass Bahnbedienstete manchmal nicht nur nett, sondern auch beherzt sein müssen, zeigt die Geschichte des Zugbegleiters Yalcin Özcan von der Südostbayernbahn. Er ist Gewinner des Sonderpreises Zivilcourage, der dieses Jahr erstmals ausgelobt wurde. Nachdem eine Auseinandersetzung mit einem betrunkenen Schwarzfahrer eigentlich schon beigelegt ist, wendet sich das Blatt plötzlich. Wie ich den ersten Schritt gemacht habe zum Lokführer vor, hat er auf einmal unterm T-Shirt eine Waffe gezogen. Und so in Richtung den ganzen Fahrgästen. Und mit den Worten, er würde uns da alle umbringen. Und dann hat schon die erste Dame hat schon angefangen zum Weinen hinten. Als ich die gesehen habe, das war genau der Punkt, da wo ich gesagt habe, entweder hopp oder top. Ne? Und dann habe ich halt geschrien, lauft bitte weg, lauft alle zum Lokführer vor, geht's in Sicherheit und so. Ja, dann standen die alle auf, dann sind sie alle weglaufen. Ich stand nicht ganz alleine mit dem Abteil. Meine Damen und Herren, jetzt erreichen wir Müllau. Obwohl eine Waffe auf ihn gerichtet ist, gelingt es Yalcin Özcan, den Gegner wegzustoßen und in einem Zugteil einzusperren. Es ist vor allem die Sicherheit der Reisenden, die er im Kopf hat, bis am nächsten Bahnhof der Täter von der Polizei festgenommen wird. Ja, und dann kamen die ganzen Reisenden auf mich zu, haben mich umarmt, haben halt geschrien, sie haben unser Leben gerettet. In dem Moment habe ich gar nicht gewusst, was ich gemacht habe überhaupt. So, grüß Gott. Fahrschein bitte. Man bietet Yalcin Özcan eine andere Arbeit im Unternehmen an, aber er bleibt Zugbegleiter. Ich habe gesagt, nee, ich mache das jetzt weiter, weil mir macht es ja Spaß, ne? Mir macht es Spaß mit den Kunden, mit den ganzen Reisenden und alles halt. Ja, dann dachte ich mir, ich mache einfach mal weiter. Schauen wir mal, was noch kommt. Die Goldmedaille geht nach Köln. Der Sieger des Wettbewerbs ist gleich zweimal nominiert. Peter Gitzen, unser Eisenbahner mit Herz 2012. In der ersten Kundengeschichte trifft er im Bordrestaurant eine ältere Dame, die mit den Tränen kämpft. Sie hatte im Zubringerzug versehentlich ihre Bahncard in den Müll geworfen. Vorschriftsgemäß hatte ihr jetzt ein junger Kollege bei der Fahrscheinkontrolle den Differenzbetrag von 30 Euro abverlangt. Ein Fall für unseren Eisenbahner mit Herz. Sie gab mir ihre Fahrkarten und ich schaute danach. Die Reiseverbindung und dann sah ich die Zugnummer. Ich wählte mit meinem Telefon in den anderen Zug rein. Der andere Zugführer machte sich sofort auf den Weg, suchte die Bahnkarte, fand sie, rief mich dann wenige Minuten später an. Ich nahm dann ihre Fahrkarte, ging zu meinem Kollegen hin. Ich bekam dann die 30 Euro zurück.
gab der Reisenden dann das Geld wieder zurück und die Reisende war sehr glücklich darüber. Die andere Nominierung kommt von zwei jungen Mädchen aus Niedersachsen. Auf dem Weg nach Hause verwechseln sie den Ort Essen bei Oldenburg mit dem gleichnamigen Essen im Ruhrgebiet und steigen in einen Fernreisezug. Und dann sind wir da halt reingegangen und es kam uns doch auch schon so komisch vor, weil da halt auch so viele mit Laptops waren und großen Koffer und das war ja auch nicht normal. Da haben wir Musik gehört und nach einer guten Stunde haben wir dann gemerkt, dass wir im falschen Zug sind. Aufgelöst wenden sich die beiden an den Zugbegleiter, Peter Gitzen. Sag ich, zwei Möglichkeiten habe ich. Entweder die Polizei, da halte ich persönlich nicht viel von. Ich rufe eure Eltern an und dann frage ich die mal, ob ihr bei mir zu Hause im Zelt im Garten übernachten dürft. Ich habe erst gesagt, das passiert überhaupt nicht. Wir fahren los und holen die Mädchen. Und dann sagte der Peter, da müssen wir erstmal langsam drüber reden. So geht's nicht. Die sitzen dann 4-5 Stunden, wie lange sie auch immer brauchen, hierhin und sitzen alleine auf dem Bahnhof. Er war derjenige, der immer gesagt hat, Frau Kollmann, ich kann Sie verstehen. Habe selber zwei kleine Kinder zu Hause. Und mein Mann sagte auch, er hätte eigentlich, also Peter Gitzen hätte einen ganz vertrauenserweckenden Eindruck gemacht. Ne? Mädchen haben sich bei ihm sichtlich wohlgefühlt. Ja. Am nächsten Morgen sorgt Peter Gitzen dafür, dass die beiden Mädchen erster Klasse und in Begleitung wohlbehalten nach Hause kommen. Für die Eltern der beiden ist klar, wenn es einen Eisenbahner mit Herz gibt, dann Peter Gitzen, ja. Zu 100%. Unsere Siegergeschichten und die all der anderen Nominierten zeigen, außergewöhnliches Engagement ist beileibe kein Einzelfall. Wir möchten mit dem Wettbewerb Eisenbahner mit Herz auch dahin kommen, dass jeder Kunde weiß, wo er mit seinem Lob hin kann. Viele Kunden wissen überhaupt nicht, wohin, wenn sie was Positives erlebt haben. Und da möchten wir zu einem festen Bestandteil der Kommunikation zwischen Anbietern und Kunden werden. Wenn Sie also auch einem Eisenbahner mit Herz begegnen, schreiben Sie mir. Ich freue mich. Ihre Linda.